Servus und hallo zu Parkitekt. Weiter geht's. Dann haben wir unser erstes Karussell gebaut. Noch immer im Pausenmodus. Wie viel können wir denen abnehmen für ein Karussell? Komm. Da geht mindestens 3 Euro. Sag mal, ihr habt keine Ahnung, ob das okay ist oder nicht für Karussell. Aber werden wir dann schon sehen, wenn die alle nicht fahren damit. So, jetzt gehen die da erstmal rein. Ausverkauft. Okay. Der liefert aber schon. Da, wo geht der Hauptweg weiter? Wege. Nehmen wir den Standardweg, den machen wir einfach mal ein bisschen länger. Sehr cool, dass man den ziehen kann übrigens. Okay, und dann. Wir bekommen auf diese Seite Shops rüber. Kann ich mit dem Mitarbeiterweg. Moment, da kann ich doch in den Untergrund gehen, oder? Kann ich theoretisch machen. Das Wegetool, das ist halt tatsächlich wie früher Planet Coaster, ne? Mega geil. Ja, theoretisch kann ich hier so. Die löschen wir jetzt erstmal wieder alles. Theoretisch kann ich Untergrund bauen. So. Gut. Ja, dann kann ich den Weg weitermachen. Wie geht's hier jetzt weiter? Hier braucht man. Kann ich nicht markieren und kopieren? Okay. Egal, hier machen wir einfach mal zu. Da braucht ja keiner reinschauen. Das ist der Mitarbeiterbereich. Ein bisschen Deko kann nicht schaden. Kann ich das irgendwie favorisieren? Nein. Ach, hier habe ich nur die. Das habe ich alles nicht, weil DLC und so, ne? Geh mal davor aus. Bäume. Blumen. Ja, Blumen. Na gut, machen wir mal ein paar Bäume hin. Da, da freuen sich die Leute. Hey, super Bäume. Kann Bäume anschauen. Ein paar viereckige Bäume hin. Warum kann das hier? Da ist doch nichts. Kann ich das Fenster vielleicht irgendwie. Ich kann das Fenster verschieben. Yay! Mega gut. Das passt da anscheinend nicht. Am Anfang fand ich die Musik nur cool, jetzt ist es so ein bisschen. Bisschen nervig gerade. Egal. Da haben die Leute Deko. Irgendwo war doch so Heatmap. Anzeige. Information. Übersicht Attraktionen. Ah, hier. Dekoration. Ja, da sind sie alle zufrieden. Hier nicht so, aber es ist mir wurscht. Hier hinten fehlt nur Deko. Kommt ihr? Braucht große Bäume anscheinend. Da freut. Warum freut ihr euch nicht über Bäume? Da freut ihr euch über die tollen Bäume. Hier machen wir noch andere Bäume hin. Ja, und dann seid ihr gefälligst alle happy. Das ist hier so der negative Einfluss eben, den die Mitarbeiter Dinge haben. Aber haben wir relativ gut
Versteckte Dekorationen, weiß ich nicht. Regenschutz. Regenschutz. Oha. Jetzt wird's aber, das kenne ich so gar nicht aus Planet Coaster. Regenschutz. Gibt's sowas wie Dach? Requisiten, Dach. Becher, Tatsache. Wahnsinn. Ein Glasdach wäre halt schon. Ach, gibt ein Glasdach, geil. Es macht halt keinen Sinn, wenn ich jetzt einfach ein Glasdach drüber mache, oder? Kann ich. Ah, wie gewohnt mit Schiff kann ich verschieben. Es ist mega gut. Ja, gut. Regenschutz, glaube ich, ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Sage ich jetzt. Okay, warum ist da alles zu? Warum seid ihr alle zu? Es ist offen. Du bist offen. Du bist offen. Du bist auch offen. Okay, was habe ich nur am Flatrides? Teetassen. Teetassen. Machen wir hier hin. Da habt ihr jetzt dann auch gefälligst Spaß zu haben. Warteschlange, Warteschlange. Da, wunderbar, super Teetassen. Teetassen kosten 10 Teetassen. Wir haben auch keine Teetassen vorne. Dann haben wir wieder Deko, dann nehmen wir natürlich wieder Bäume. Ganz klar. Wir haben hier den. Oh! Natürlich! Haben wir mal so einen mega Baum hin. Jetzt mal. Er weiß irgendwer, ob man die Kollision abschalten kann, wie im Planet Coaster. Da kann man sie auch abschalten. Ja, die Bäume sind alle nicht gedreht. Was laust denn du da? Ja, das weiß ich schon. Wie gesagt, hier geht es eher um Management. Dass ich jetzt die Bäume drehe. Ja. Hier unsere. Warum passt es da schon wieder nicht? Gut, Teetassen erledigt, top dekoriert, absolut top. So, dann nächster Flatride. Wie cool, ja, wenn nur 18.000, okay. Mache dann einen Flatride daneben hin. Dann kommen da hinten nur zwei Achterbahnen hin und dann machen wir mal auf Go. Wenn ich Achterbahnen habe, ich weiß es ja gar nicht. Ah, da habe ich. Oh! Das waren ruhige Das sind alles ruhige Fahrgeschäfte, okay. Ah, Plan mal schnell wieder überworfen. Ruhige Fahrgeschäfte.
Behaupte jetzt, wir brauchen jetzt nicht so die mega lange Warteschlange. So. Warteschlange. Hier. Hier. Wunderbar. Der Dekorationsmeister wieder. Machen wir Bäume. Zur Abwechslung dekorieren wir mal mit Bäume. Finde ich auch gut, dass man da verschiedene Eco-Dinger reinbringt. Nicht immer dasselbe verwendet, sondern. Wie kann ich die drehen? Left Alt. Da rastet aber nichts ein. Rastet überhaupt nichts ein. Okay. Ah, Space Object. Wir drehen gut. Da. Ja. Also. Vielleicht nenne ich die Folge ja, wenn ich es nicht vergesse. Bis ich da zum Folgenbenennen komme. Jetzt habe ich jetzt erstmal ein bisschen aufgenommen. Falls es wen interessiert, heute ist der 22. Juli, da habe ich es zum ersten Mal gespielt und jetzt gerade die zweite Folge auf. Falls da irgendwer. Ich habe keine Ahnung, wann ihr das seht. Könnte vielleicht noch ein bisschen dauern, vielleicht geht es relativ schnell. Seht ihr dann schon. Deko. Okay. Jetzt haben wir drei ruhige Fahrgeschäfte hier am Anfang. Wie ist denn der Platz? Ja, dann mache ich einfach. Dann geht's hier. Habe ich hier so Durchgang verboten Schilder? Das wäre ja mega geil. Schilder ist bestimmt unter Deko. Schilder? Oder ist es unter Wege? Wegbeschilderung. Nur mal ausprobieren. Gab es ein Rollercoaster Tycoon 3? Gab es ja die. Kein Zutritt für Gäste. Ja, Leute. Frontier, genau so machen wir das. Genau so. Wiege. So, dann geht hier so der Hauptweg. Der macht hier am Knick. Da geht's einfach mal. Hier nur nicht. Hier macht er so ein bisschen am Knick. Und hier kommt er dann wieder raus. Das wäre der Plan. Und hier kann er dann. Schön, dass das hier funktioniert. Das ist super mit den Wegschildern. Kann ich meine Gäste im kompletten Park rumjagen, theoretisch. Wenn ihr das möchte. Ja. Das möchte ich aber. Kein Zutritt für Gäste. Nur Mitarbeiter. Ja, passt. Wunderbar. Ich muss mal kurz bei den Grafikeinstellungen mal schauen. Einstellungen. Grafik. Das passt. Datendistanz. Detailgrad. Da war es doch. Detailgrad hoch. Tilt Shift. Lassen wir mal so, wie es ist. Okay. Wird schon passen. Vor 14 Minuten gespeichert. Danke, dass du mir das sagst.
Bayern. Fortsetzen. So, kleiner Moment. So, dann bauen wir noch ein Riesenrad, würde ich sagen. Riesenrad ist immer schön. Das dekorieren wir dann wieder hochprofessionell mit. Ich glaube, ihr könnt fast erahnen, wie wir das dekorieren werden. Kommt jetzt hier so hin. Also Warteschlange an der Attraktion ist doch schön. Machen wir jetzt so. Musik ist so ein bisschen, mittlerweile finde ich es ein bisschen nervig. Das machen wir jetzt wurscht. Ja. Wunderbar. Und jetzt kommt wieder unsere mega gute Dekoration. Bäume. Ich brauche unbedingt mehr Bäume. Aber natürlich ist wieder wichtig, dass man auf verschiedene Arten von Dekoration zurückgreift. Machen wir natürlich. Wenn ich die überlappen baue, dann löscht man den anderen immer. Das ist ja ein Blödsinn. Come on! Spiel? Okay, gelb heißt wohl dann, dass er irgendwas löscht dafür. Ich bin jetzt wurscht. Top Deko. Wirklich top. Also hat man niemals irgendwie so schöne Deko gegeben, wie es hier in dem Park gibt. Ja, jetzt schauen wir mal, wie zufrieden die mit der Dekoration sind. Dekoration. Ja, es sind jetzt nicht unzufrieden. Grün und weiß ist doch voll okay. So. Gut. Ihr könnt mir gerne mal Feedback reinschreiben. Ob die Musik, ob man die Game-Musik machen soll oder halt so NCS-Musik laufen. Aber NCS ist halt dann wieder mehr elektronische Musik, ne? Was ihr da besser finden würdet. Und wir haben ja ein Top-Riesenrad gebaut. Und wirklich super thematisiert. In der zweiten Folge absolut top thematisiert, dekoriert. Deswegen sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis in der nächsten Folge.